Und ich begrüße jetzt ganz herzlich hier in Düsseldorf Andreas Popp. Herzlichen Dank, dass ich hier so freundlich empfangen werde in Düsseldorf. Komische Dinge habe ich eigentlich nie gesagt, sondern eigentlich immer nur ganz gerade Dinge, weil ich dazu neige, Vokabeln genauer zu definieren. Und das ist ein großes Problem in unserer heutigen Zeit, dass wir sehr schlampig mit unseren Worten umgehen und dadurch eben halt unglaublich viele Dinge fehlverstanden werden. Und das ist einer meiner Hauptanliegen, erst einmal die Sprache zu lernen, damit wir wieder sauber kommunizieren können, ohne Aggression und im Sinne tatsächlich einer friedlichen Welt. Ich habe vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die hat zu mir gesagt, Politik interessiert mich nicht. Ich habe gesagt, weißt du eigentlich, was Politik ist? Politik kommt aus dem altgriechischen Polis und Polis heißt das Gemeinwesen. Das heißt, dich interessiert das Allgemeinwesen nicht. Es interessiert dich nicht, wie es deinem Land geht, wie es deinen Menschen geht, wie es deinen Kindern geht und deinen Enkeln gehen wird. Ist es dir wirklich völlig egal? Politik ist kein Hobby wie Fußball oder Billard oder Autorennen gucken. Da kann man sagen, das interessiert mich nicht. Aber Politik ist das, was wir machen. Das Problem ist, wir sind dermaßen verwirrt worden, dass die Menschen glauben, dass Politik etwas mit den Politikdarstellern zu tun hat in den Parlamenten, die sich aufspielen und glauben, unsere Interessen vertreten zu können, was sie gar nicht tun. Die meisten wissen nicht mal, dass sie es nicht tun, weil ihnen einfach das Abstraktionsvermögen fehlt. Und andere sind so gerissen, dass sie das System für sich nutzen. Das müssen wir ganz einfach wissen. Was wir verstehen müssen, ist, dass wir lernen müssen, autark zu sein. Und autark bedeutet schon einmal, dass wir uns lösen müssen von den Massenmedien, wie sie sich uns verkaufen. Gehen wir in den aktuellen Bereich. Ganz sachlich, ganz nüchtern. Jeder, der dort oben steht in der sogenannten Politik als Präsident oder Kanzlerdarsteller oder was auch immer, ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und jeder dieser Menschen in diesen obersten Positionen, die angeblich die Welt führen, müssen mindestens am Tag 6 bis 8 Stunden schlafen. Zwischendurch ein bisschen Körperpflege, zwischendurch einmal aufs Klo. Das sind normale Menschen. Und in dieser Zeit, die sie arbeiten, machen sie Interviews, Ansprachen, Vorträge oder nehmen Paraden ab. Wann in Gottes Namen sollen die Menschen dann in der Lage sein, zu regieren oder gar Entscheidungen für uns zu fällen? Der Personenkult muss endlich weg. Ja, wer fällt denn die Entscheidungen? Ja, ich glaube nicht, dass jemand die Menschen kennt und deren Namen kennt, die tatsächlich die Entscheidungen fällt. Und das sind nicht irgendwelche wilden Größen, man nennt das ja gerne Verschwörungstheorie, sondern das sind Menschen, die in irgendwelchen Ministerien schon seit 40 Jahren eingenordet sind und, ich sage es mal sarkastisch, auch ein Söldnerleben fristen müssen. Nicht unbedingt, weil sie es wollen, aber weil sie vielleicht einfach keine andere Wahl haben. Glauben Sie. Und das ist die verworrene Situation, in der wir leben. Weil dieser Größenwahn, in dem wir leben, für niemanden mehr wirklich zu durchschauen ist. Und deshalb macht jeder mit. Man nennt das pluralistische Ignoranz. Viele Leute, die hier vorbeigehen zum Beispiel und uns nicht beachten, leiden unter der pluralistischen Ignoranz. Sie sehen sich andere Leute an und erkennen uns als die sogenannten Verrückten. Meine Damen und Herren, diese Menschheit, und ich übertreibe nicht, ist im Niedergang begriffen. Und jeder, der das mal zulässt zu durchdenken, der empfindet das. Meine Damen und Herren, Empfinden ist etwas anderes als Gefühl. Gefühl sind Emotionen, dazu gehört auch Eifersucht oder was auch immer. Also auch negative Neid, Missgunst. Aber Empfinden ist ein Mittel, mit dem wir die Naturgesetze abgleichen können im Verhältnis zu dem, was wir gerade erleben. Wir können hinterfragen und feststellen, ist das schlüssig? Ist das richtig? Ist das ehrlich? Ist das gerecht, was da gerade läuft? Jeder, der sich diese Fragen stellt, wird feststellen, egal welches Thema er angeht in dieser materialistischen, verkopften Welt,
Nichts ist richtig und alles, was man prognostiziert, läuft auf einen Niedergang der Menschheit hinaus. Und das klingt nach Untergangspoesie und das ist es überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine logische Ableitung in Verbindung mit einer gesunden Empfindung. Das fehlt uns. Wir müssen mal zur Ruhe kommen. Wir müssen mal lernen, ohne Musik und ohne Radio und ohne Tralala im Hintergrund sein. Wir müssen uns einfach mal hinsetzen und sein und nachdenken, ob das alles richtig ist, was hier läuft. Kommen wir zurück zu den Medien. Putin will die Weltherrschaft. Putin und Russland wird jetzt Deutschland eingreifen. Als ich gerade vor ein paar Tagen aus Kanada zurückgeflogen bin, ich lebe ja in Kanada, das werden die meisten wissen, da stand auf der Bild-Zeitung, und das ist ja nun wirklich das Ende der Nahrungskette des intellektuellen Prekariats. Dort stand auch: Putin greift nach Europa. Und jetzt weiß doch, ich frage mich, für wie dumm hält man ihre Leser? Heute kann jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, einfach mal ein bisschen googeln. Da ist viel dummes Zeug drin. Und dann wird er mal feststellen, wie hoch sind die amerikanischen Rüstungskosten und wie hoch sind eigentlich die russischen Rüstungskosten. Nur die reinen Rüstungskosten. Ich rede nicht von der NATO, ich rede nur von USA im Verhältnis zu Russland. Und da stellen wir fest: Russland hat Rüstungskosten, ein Etat von ca. 13,71% gegenüber den US-amerikanischen Rüstungskosten. So nach Weltherrschaftsbestrebungen sieht das erst einmal nicht aus. Ganz nüchtern. Das nächste, was man fragen kann, ist: Wie viele Länder, wie viele Nationen gibt es eigentlich auf dieser Erde? Ich kann es Ihnen sagen, wir sind laut bestimmten Darstellungen 194, 195, das ist nicht immer ganz sicher, weil Kosovo oder Krim sind ja zum Beispiel Diskussionspunkte. Also rechnen wir 195 Länder auf dieser Erde. In wie vielen von diesen 195 Ländern ist die US-Armee mit irgendwelchen Außenstellen präsent? Ich sag's Ihnen, 155. 155 von 195. Wie viele Außenstellen hat denn Russland in Form einer militärischen Präsenz auf dieser Erde? Es sind 10. Und alle 10 befinden sich im Grenzgebiet außerhalb von Russland. Bis auf, glaube ich, ein oder zwei, die ein bisschen weiter weg sind, das sind befreundete Stationen. Nun ist es nicht entscheidend, falls der Shitstorm losgehen sollte, wieder die Zahlen stimmen nicht ganz. Ich nehme sie zurück, wenn sie nicht ganz stimmen, bevor da die großen Kommentare reingeschrieben werden. Aber die Tendenz ist, glaube ich, schon klar erkennbar. Das heißt, hier eine Weltmachtbestrebung Russlands zu interpretieren, ist eine Beleidigung mittlerer Intelligenz. Bravo. Ich möchte auf der anderen Seite hier aber auch ganz klar deutlich machen, dass ich mich hier nicht für Putin und seine Administration aussprechen möchte. Denn auch er ist nicht an der Macht und auch er muss 6 bis 8 Stunden schlafen. Und ob er gut ist oder nicht, ob er nett ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber auch er hat nicht die Macht, sondern er verkörpert die Macht einer Organisation, einer Administration, die im Hintergrund seiner Person stehen. Medvedev und andere Leute. Und ihr könnt sicher sein, dass die Leute, die die Politik machen, nicht diejenigen sind, die sie verkaufen. Denn dafür braucht man Verkäufer. Man braucht aber Spezialisten und das können ganz unangenehme Leute sein. Die könnte man gar nicht ins Fernsehen stellen, da wird ja jeder kotzen. Einfach, weil sie unangenehm sind. Das können Militärs sein, das können Geheimdienste sein, das können Wirtschaftsexperten sein. Ich war vor nicht allzu langer Zeit, viele wissen das, wieder in Russland und habe mich dort mit wissenschaftlichen Instituten getroffen und mit deren Vertretern auf professoraler Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, in Russland auch. Diese Gespräche waren für mich nicht besonders erquicklich. Und ob ich mich dann nun im Westen mit solchen Leuten, mit solchen
Funktionären unterhalte oder im Osten, das ist kein Unterschied. Wir müssen das erkennen. Wir Menschen wollen Frieden. Jeder von uns will Frieden. Und wir kennen den Spruch, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Das stimmt nicht. Die Wahrheit stirbt lange vor jedem Krieg. Denn man muss die Leute erst kriegsreif lügen. Und das findet total statt in den Massenmedien. Und das ist unerträglich. Es geht nicht um die Ukraine. Es geht nicht um Syrien. Es ging nie um Liebe. Es ging nie um Ägypten oder um den Iran. Nach Tagesform werden ja die Feindbilder ausgetauscht und neu organisiert. Wie lange wollen wir uns das eigentlich noch gefallen lassen? Wie lange eigentlich noch? Wir haben es in der Hand, ob wir uns diese Propagandaorganisationen ansehen. Denn ich sage euch eins, und ich weiß, dass die meisten Menschen, die hier stehen, nicht dazugehören. In 100 Jahren wird man über diese heutige Generation wieder einmal sagen, und die sagen, sie hätten wirklich nichts davon gewusst. Genau dasselbe wird auch nicht zu kommen. Was völlig unterschätzt wird, ist die verdeckte Kriegsführung. Wie es zum Beispiel Daniele Ganser so wunderbar auf den Punkt bringt. Die verdeckte Kriegsführung hetzt Leute gegeneinander auf, dann gibt es Mord und Totschlag und anschließend meinen wir, wir müssen der einen oder anderen Gruppe Waffen liefern, um ihnen zu helfen, nachdem wir das Chaos selbst angerichtet haben. Das ist der Punkt. Das ist der ganz einfache Punkt. Und es geht überhaupt nicht um irgendwelche Länder und überhaupt nicht um irgendwelche Terroristen. Ich sage euch, worum es geht. Es geht um Macht und um Geld. Und ich möchte mich solidarisieren mit allen US-Amerikanern, mit allen Russen, mit allen Ukrainern und mit allen Neurussen aus der Ostukraine. Lasst euch nicht auseinander dividieren. Das ganze Spiel muss ein Ende haben. Danke. Die wesentliche Waffe, die wir haben, ist ganz simpel. Sie heißt Federal Reserve Note. Nicht die Federal Reserve, das ist ein Gesetz von 1913 und schon kommen wieder irgendwelche Äußerungen. Oh Gott, was sagt er denn jetzt wieder? Ich hab's einfach satt, mir den Mund verbieten zu lassen durch eine Zensur, die man politisch korrekt nennt. Ich werde das nicht mehr tun. Autobahn geht gar nicht. Das sind die Methoden, um Menschen mundtot zu machen. Komisch, jedes Mal, wenn ich irgendwo auftrete, ist ein Lalalala im Hintergrund. Meine Damen und Herren, die Hauptwaffe, die wir haben, sind keine Panzer, keine Drohnen. Das ist ja das Spannende. Heute werden ja die Flugmaschinen, die Piloten, die sitzen ja nicht mehr durchtrainiert in ihren Cockpits, sondern übergewichtig im Homeoffice und haben einen Joystick und bringen damit Menschen um und haben den Burger nebenan in der Pappe liegen, damit sie sich gesund ernähren und die Cola Light, dass sie nicht so fett werden. Wo sind wir gelandet? Was ist das für eine Welt? Wir müssen die akute Bedrohung erkennen der gesamten Menschheit. Wir haben Atomkraftwerke an jeder Ecke dieser Erde. Wir haben Müllhalden, die im Wasser schwimmen, in Atlantik oder im Pazifik, die so groß sind wie der ganze Staat Deutschland oder der sogenannte, zumindest der Ort, den wir Deutschland nennen, oder die BRD. Diese Dinge sind mir eigentlich völlig wurscht, denn es geht nicht darum, dass die GmbH oder was auch immer oder Verfassung oder nein. Wir sind Menschen, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Wir müssen uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und nicht diskutieren über irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Ich mache mich deshalb stark, nicht nur, weil ich selbst Familie habe und Kinder und Enkel. Ich habe 3 Enkel. Und ich habe Angst. Das gebe ich offen zu.
Aber ich mache mir wirklich Sorgen um die ganzen Menschen, die vor uns sind. Ich sehe eine Systematik, dass Kinder mit 6 Wochen von ihrer Mutter entrissen werden in einem Kindertagesplatz, damit die Mütter sinnlose Arbeit nachgehen können, statt die wertvollste Arbeit zu machen, die man überhaupt machen kann. Kinder auf ihr Leben vorzubereiten. Nein, das ist natürlich nicht hip. Aber das hat nichts mit Emanzipation zu tun. Diese Emanzipationsbewegung ist eine Verachtung der Frauen und keine Schätzung der Frauen. Das ist wichtig. Und wir Männer haben es auch mit in der Hand. Wir müssen lernen, dass wir strukturiert sind in kleinen Zellen. Wir brauchen die regionalen Prinzipien. Wir müssen die Familie wieder entdecken. Wir müssen die Sippe wieder als positiven Begriff erkennen. Und wir brauchen eine richtige Vetternwirtschaft. Im edelsten Sinne eine Vetternwirtschaft, wo die Menschen zusammen sind und sich gegenseitig helfen und sich nicht mehr von diesen überregionalen Systemen abhängig machen. Zurück zur größten Waffe, die man hat gegen uns, zur Zeit. Wir machen es gern an dem Geldsystem fest, wie mein Vorredner gerade schon sagte. Das Geldsystem ist ein Thema. Wir haben ja uns mit dem Thema des Federal Reserve Dollars, ich nenne es nicht US-Dollar, denn die USA hat seit 1913 gar keine eigene Währung mehr, deshalb steht auch nicht mehr drauf US-Dollar, sondern Federal Reserve Dollar. Da steht zwar auf dem Schein noch drauf United States of America, aber das hat einen Werbecharakter, da könnte auch stehen Aral, alles super. Das hat keinen Wert. Der Emittent steht oben drauf, das ist entscheidend. Und diese Währung ist nicht nur eine Währung, die die Amerikaner zu nutzen haben, sondern diese Währung ist 1944 zur Weltleitwährung gemacht worden. Leit mit T, obwohl es mit D geschrieben gehörte. Und diese Weltleitwährung ist der Federal Reserve Dollar. Und das Spannende ist, wer sich mit diesen Themen beschäftigt, und ich möchte hier an dieser Stelle verweisen auch auf die Wissensmanufaktur, wo wir diese Dinge nämlich erklären, was läuft dort mit diesen Dollarnoten eigentlich ab, warum ist es eigentlich eine Waffe, was sind eigentlich Exportüberschüsse. Wir werden durch und durch vom Gegenteil verkehrt. Es ist falsch, was gesagt wird. Es wird dargestellt, wir hätten Exportüberschüsse in Deutschland aufgrund des Euros, aufgrund irgendwelcher starken Wirtschaftseinheiten. Exportüberschüsse sind schlimm, wenn man sie hat. Genauso wie Exportdefizite schlimm sind, wenn man sie hat. Weil Exportüberschüsse haben mit unserem Land gar nichts zu tun. Das heißt, wir arbeiten mehr, als wir selber brauchen für uns. Und was machen wir mit der überschüssigen Arbeit? Das ist nämlich der Exportüberschuss. Wir exportieren nämlich diese Arbeit ins Ausland und bekommen dafür was? Zum Beispiel eine amerikanische Armee, eine US-Armee, die uns dann schützt. Gut. Wenn wir alle um ein paar Prozent weniger arbeiten würden, dann würden wir überhaupt keinen Mangel leisten. Aber wir müssen mehr arbeiten, deshalb, weil man uns das sagt, weil wir Exportüberschüsse erwirtschaften müssen. Aber in Wirklichkeit sind das Leistungen, die wir verschenken. Denn derjenige, der diese Produkte, diese Leistungen aus der Arbeit bekommt, der kann sie nicht mehr bezahlen, weil er pleite ist. Und wir lassen uns mit Zetteln abweisen und das kann nicht sein. Und was mir wichtig ist, ist an der Stelle, weil nicht die US-Bürger partizipieren davon, denn die leben auch in Armut in Zelten und wehren sich wie wir langsam, sondern das ist ein System in sich geschlossen. Diese ganzen Nationen gibt es nicht. Es gibt gar kein Frankreich, es gibt kein Deutschland, kein USA und vermutlich auch kein Russland und kein China. Es gibt ein Finanzsystem, eine große internationale Bank. Und die eine Abteilung heißt Deutschland, eine andere Abteilung heißt Frankreich, eine andere heißt USA und so weiter. Das ist der Punkt. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, für die, die es noch nicht getan haben. Und ich bitte Sie vor allem um eines, wenn Sie die Zusammenhänge verstehen,
kommen Aggressionen auf. Und das Schlimmste, was wir brauchen, sind jetzt noch Aggressionen gegen irgendjemanden, den wir jetzt vermeintlich als Täter isolieren. Ein Obama, ein Putin oder eine Frau Lagarde oder irgendeine anderen von den Darstellern der Machtsysteme spielen keine Rolle, oder genau genommen, sie spielen nur eine Rolle. Und wir lassen es mit uns tun. Es gibt immer zwei. Einer, der es tut, und einer, der es mit sich machen lässt. Wir sind auf der anderen Seite. Wir müssen uns selbst an die Nase fassen und sagen, was können wir tun? Und das geht nicht durch Macht, das geht nicht durch Kampf. Wir müssen nicht kämpfen. Wir müssen unseren Einfluss geltend machen und die Energie entziehen ins Positive. Und die Chance haben wir. Und das ist keine Spinnerei. Denn es geht mittlerweile um die gesamte Menschheit. Das ist auch überhaupt kein überzogener Begriff. Deshalb haben wir uns mit dem Plan B beschäftigt, weil die gesamte Volkswirtschaft sich auf zwei Vokabeln reduziert. Unsere gesamte Volkswirtschaft, das eine heißt Sparen und das andere heißt Wachstum. Meine lieben Freunde, unendliches Wachstum ist möglich, aber nur qualitativ. Ich denke da an den Film Alphabet, in dem beispielsweise Herr Hüther wunderbar darauf eingegangen ist. Herr Hüther, einer der ganz großen Gehirnforscher unserer Zeit, und ich bin sehr glücklich darüber, nächste Woche in Klagenfurt und in Wien zu sein, um mich dort mit André Stern zu treffen, der niemals eine Schule besuchte und heute Bücher schreibt und an Universitäten Vorträge hält, weil er eben nicht durch die Diffamierungs- und durch die Strukturen gegangen sind, der jetzt fällt mir das schon wieder das Wort. Das ist eine Abrichtungsorganisation, Schule. Hüther sagte, bitte? Indoktrinierungsanstalten, wunderbar. Du kennst meine Vorträge auch schon länger. Dankeschön. Die Indoktrinierungsanstalten, danke. So, und ich glaube ganz ehrlich, wir haben eine gute Chance, etwas zu bewegen. Weil ich sehe, dass die Menschen spüren, dass es so nicht mehr weitergeht. Und Hüther hat gesagt, wir können uns die Natur zum Vorbild nehmen. Und das ist übrigens auch mein Gedanke. Ich weiß, dass ich ja, dadurch, dass wir in der Wissensmanufaktur einen völlig eigenen Weg gehen, das ist eben halt nicht nur Silvio Gesell oder österreichische Nationalökonomie oder Ruland oder Otani oder wie die ganzen Denker unserer Vorzeit hießen, sondern wir machen uns unsere eigenen Gedanken. Und ich komme nicht und sage, das, was wir machen, ist richtig. Weil ich nicht weiß, ob es richtig ist. Ich habe ein Weltbild, das basiert auf dem Wissen, welches ich heute habe. Und ich weiß, dass ich niemals alle Fakten haben kann, um ein endgültiges Bild zu haben. Ich habe nur einen derzeitigen Stand. Und ob der richtig ist, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Als die Natur vom Einzeller sich zum Mehrzeller entwickelte, dann entstand etwas Wunderbares. Entstanden plötzlich Größe, komplexe Organismen, in denen sich die einzelnen Zellen symbiotisch miteinander ergänzten und etwas Wundervolles schafften. Unsere ganzen Körper, alles was wir haben, besteht aus Symbiose. Wir sind kein Kohlenstoffhaufen. Die Vis Vitalis ist in uns drin. Die Seele, der Geist, das Herz, ist alles vorhanden. Und es gibt eine Symbiose all dieser Teile. Und die Zellen fingen an, als sie zu Mehrzeller wurden, symbiotisch zu arbeiten, wie unser Gehirn zum Beispiel. In der Medizin wird uns permanent gesagt, wir müssen irgendwelche Medikamente nehmen, weil in uns permanent irgendwelche Kämpfe stattfinden. Irgendwelche Enzyme und irgendwelche Viren und irgendwelche Bakterien, alles kämpft und wir müssen ständig eingreifen, damit der Organismus in Gang bleibt. Nein, die Natur braucht diesen Eingriff nicht. Wir müssen einfach nur lernen, uns vernünftig zu verhalten und die Medizin wieder zu dem machen, was sie ist. Nämlich auch ins Gleichgewicht zu kommen. Das Großhirn kämpft nicht gegen das Kleinhirn, sondern das Großhirn und das Kleinhirn arbeiten zusammen. Und wir werden ständig auf Konfrontation, wir werden ständig auf Konkurrenz aufgebaut, statt auf Symbiose und Kooperation. Lasst uns kooperieren und nicht gegeneinander ausbeuten. Alles, was wir machen in den Firmen, die Marketingmanager, das ist letztendlich, was dort abläuft, ist eine Kriegsterminologie. Wir müssen Märkte erobern, andere brechen in unsere Märkte ein, alles ist ganz furchtbar.
Wir müssen sehen, dass wir endlich die Konkurrenz platt machen. Wir müssen sie zerstören. Das ist eine Kriegsterminologie par excellence. Ganze Berufszweige beschäftigen sich mit diesem Unsinn, wo es nicht darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen, vernünftige Naturgesetze anzuwenden im Sinne einer physischen Ökonomie, sondern einfach nur Rendite und Profit zu machen im Rahmen einer völlig materialisierten Gesellschaft, die uns alle krank gemacht hat. Alle, wie wir sind, die Reichen und die Armen übrigens. Alle sind sie krank geworden mittlerweile. Wir müssen raus aus diesem Wahnsinn und aus diesem Sumpf. Wisst ihr, ein Gehirn funktioniert relativ komplex, aber auch relativ einfach. Wenn ich mit jemandem spreche über ein völlig neues Thema, wenn jetzt einer hier zum Beispiel vorbeiläuft und hat sich mit den Themen noch nicht beschäftigt, seid vorsichtig, wenn ihr mit diesen Leuten redet, weil sie haben die entsprechenden Grundfäden, die Grundstrukturen, die Netze in ihrem Kopf noch gar nicht drin, sodass sich dort die Informationen befestigen können, dass man sie verstehen kann. Diese Menschen empfinden das, was wir hier machen, als missionarisch, was völlig absurd ist. Aber ich verstehe diese Grundstruktur und diese Denke, ich verstehe es, weil es macht Angst, weil schon wieder einer, der mit was Neuem kommt. Wieder eine Gehirnwäsche, übrigens auch so ein negativer Begriff, Gehirnwäsche. Also ich glaube, eine Gehirnwäsche wird uns mal ganz gut tun. Eine richtige Gehirnwäsche wird uns mal gut tun. Dass wir mal wieder durchkärchern das Gehirn, damit wir wieder neu aufbauen und nochmal klar denken können, als dass ein neuer Dreck oben aufgestülpt wird. Ich stelle gar nicht in Aussicht, wie wir unsere Systeme verändern werden, wie die gesamte Welt plötzlich anders wird und dass Plan B nun die eierlegende Wollmilchsau ist, die auch noch fliegen kann. Nein, der Plan B ist ein Lösungsmodell. Und was ist ein Modell? Ein Modell ist ein theoretisches Abbild der Realität. Ein theoretisches Abbild einer Realität. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb gehen wir auch nicht in die Details rein. Wir haben uns einfach Gedanken gemacht. Qualitatives Wachstum ist nämlich möglich, aber kein quantitatives. Unser Geldsystem fordert aber quantitatives Wachstum. Das heißt unendlich mehr Atomkraftwerke und so weiter. Wo soll denn das noch hingehen? Unendlich mehr Müll. Qualitatives Wachstum bedeutet, wenn sich in unseren Gehirnzellen immer neue Fasern bilden, immer neue. Jeder Mathematiker weiß, dass man zwischen zwei Punkten, egal wie eng sie nebeneinander liegen, immer noch einen dritten wieder dazwischen setzen kann. Dazwischen wieder und dazwischen wieder. Das geht ins Unendliche. Das heißt, die Qualität der Vernetzung in unserem Gehirn, die ist unendlich. Die Qualität der Kommunikation und Kooperation in dem Organismus Wirtschaft ist auch unendlich. Aber statt auf Kooperation zu setzen, setzen wir tatsächlich ausschließlich auf Konfrontation und Konkurrenz. Und wir sagen, der Mensch ist halt so. Und aus diesem Grunde brauchen wir eben halt auch solche Systeme. Das ist falsch. Natürlich hat der Mensch auch Gedanken, was Konkurrenzdenken anbelangt. Aber wir brauchen sie nicht noch zusätzlich durch Systeme stimulieren, indem wir noch die Gier zusätzlich stimulieren. Das brauchen wir nicht. Nehmen wir einen solchen Begriff wie die Arbeitslosigkeit. Wir brauchen unbedingt Arbeit. Das in den heutigen Wahlplakaten von CDU, SPD steht drauf, sozial ist, was Arbeit schafft. Mein lieber Freund, das hatten wir schon mal gehabt. Ja, da war es die Freiheit, die prognostiziert wurde. Es ist unglaublich, in welcher Zeit wir leben. Es hat sich irgendwie gar nichts verändert. Und die Leute nicken schon wieder. Wo sind wir gelandet? Meine Damen und Herren, wenn wir uns wirtschaftlich positiv entwickeln, dann ist es völlig in Ordnung, dass die Menschen von der Arbeit befreit werden. Ja, warum denn nicht? Das ist ein Erfolg. Erfolg kommt von Erfolgen. Und deshalb haben wir gesagt, in dem Moment, wenn wir zum Beispiel diesen Punkt der Arbeit immer wieder in den Vordergrund stellen, weil Arbeit und Einkommen permanent miteinander in Verbindung gebracht wird, das meiste Geld, was aber den Besitzer wechselt, gar nicht durch Arbeit den Besitzer wechselt, sondern durch Arbeitslosigkeit. Ein Teil durch die Sozialsysteme an die arbeitslosen Armen und ein Teil durch die Banksysteme in Form von Zinstransfers an die arbeitslosen Reichen. Und die in der Mitte, die noch Arbeit haben, müssen das Ganze finanzieren und die dünnen immer mehr aus.
Ich habe eine glückliche Kindheit gehabt in den 60er Jahren. Mein Vater war noch in der Lage, mit seiner Arbeitskraft eine Familie zu ernähren. Und meine Mutter war bis zum Schulalter immer für mich da. Darüber bin ich verdammt dankbar. Deshalb kann ich vielleicht auch neu solche Gedankenstrukturen zulassen. Ich mache mir große Sorgen um die jungen Menschen, die heute geboren werden und dann letztendlich in irgendeiner Institution gelagert werden. Sie werden nur gelagert. Wir nehmen das dann Kita-Plätze und verkaufen das doch als Erfolg. All diese Faktoren führen dazu, dass wir uns auch Kriege verkaufen lassen, wo keine sein müssen. Dass wir nicht mehr darüber nachdenken, über die Ursachen. Schaltet den Fernseher ab, hört auf, die Zeitung zu lesen und versucht, euren Kopf wieder selbst anzuschmeißen. Meine Damen und Herren, das war's von mir. Ich danke euch. Danke. Andreas, herzlichen Dank. Wahnsinnige Worte. Die Zeit ist getroffen. Ich glaube schon.